Hallo ihr Lieben, so, wir sind wieder unterwegs und suchen gerade was für unsere neue Wohnung an Möbel, an Elektrogeräten und nehmen euch jetzt im Gommler Market mit. Also die haben hier in der zweiten Etage ganz viel Auswahl an Boiler, an Heater, also an Durchlauferhitzern, an Waschmaschinen gibt es hier auch wirklich viel Auswahl mit 13 Kilo Fassungsvermögen, mit 9 Kilo Fassungsvermögen, die sich auch von oben öffnen lassen. Das, was wir für unser kleines Badezimmer dort brauchen. Man hat hier Backöfen. Er macht da nichts kaputt. Hier gibt es Backöfen, so ganz große. Dann haben wir hier einen riesen Kühlschrank hinter Ivan. Da haben wir auch noch Kühlschränke. Lass mal die Herrschaften hier eben vorbei. Hier sind auch nur Gefrierschränke oder auch nur Kühlschränke, also alles ganz individuell. Und auch hier sind auch so kleine Backöfen, wo wir Interesse dran haben. Was ist das denn? Das ist ein Air Conditioner. Die Backöfen von Fresh auch. Und Mikrowellen. Hier sind so Wasser. Wie heißen die Wassertanks oder wie heißen die? Die macht man hier auf an der Seite. Macht man die auf, da kommt da die große Flasche rein und dann kann man gekühltes Wasser trinken oder eben halt auch ungekühltes. Wir haben die Dinger letztes Mal aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Ja, Ventilatoren und vieles für die Hauseinrichtung. Das ist dann da. Fernseher gibt es da hinten auch. You speaking English? No? Your colleague? Okay. Ja, waiting. So, dann gibt es hier halt haushaltswarenmäßig viel an Dosen, an alles, was man für die Küche gebraucht. Ne? An Pfannen gibt es da hinten und Töpfe sind auch unten. Und Behälter. Ja, alles, was das Herz begehrt. Ich habe viel aus Deutschland immer hierher geschleppt, aber muss man gar nicht. Man kann auch alles hier kaufen. Fernseher starten auch bei 4.000 ab bis zu 13.000. Hatte ich den gesehen. Einen. Zu Marken kann ich euch nichts sagen. Aber ja, Mixer, Wasserkocher, Staubsauger, alles hier. Also falls ihr eure Wohnung einrichten wollt und viel aus Deutschland mitschleppen wollt, braucht ihr es gar nicht. So ihr Lieben, also hier unten im Gommler Markt gibt es eigentlich an sich gefühlt alles. Also ihr könnt hier eine Dartscheibe kaufen, wer eine Dartscheibe braucht. Oder ein Motorrad, da wäre Miron jetzt verrückt nachgekommen. Oder irgendwelche Spielsachen. Hier Babybettchen, 855 Pfund. Und ja, da hinten sind Pampers auch im Angebot. Ich kann euch das mal zeigen. Hier Pampis, 56 Stück, 280 Pfund. Das sind Panties. Das sind um die so 5, 6, um die 7 Euro. Es gibt aber auch eine andere Marke, die super ist. Hier Zahnpasta 40 Pfund von Sensodyne, das ist 1 Euro auf dem Schwarzmarkt, wenn man wechselt, ne, dann, was kann ich euch noch zeigen, Binden, sowas gibt es hier auch, die man normalerweise in der Apotheke bekommt. So, dann Rasierer, Zahnbürsten, also ihr kriegt eigentlich alles hier. So, hier gibt es auch von Molfix Pampis. Für uns gerade halt, ne? Mit zwei Kleinkindern und also ein Kleinkind und Baby. Wichtig. Da gibt es auch haushaltswarenmäßig ein bisschen was, beziehungsweise Spülung. Die ist da ganz vorne. Ja. Hier Maßband. Das brauchen wir vielleicht hier mal für die Wohnung. Katzenfutter, Hundefutter. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Seht ihr? Dadurch, dass ich für euch filme, sehe ich das selber. Wir füttern öfter hier Katzen und Hunde draußen. Hier gegen Insekten, Spray und die Steckdose. Ist auch wichtig hier.
Putzsachen. Also gibt es alles Mögliche. Aber die jetzt im Auto ist auch irgendwie blöd, ne? Das jetzt mitzuschleppen. Wir gucken mal, was ich oben alles hole. Wenn wir da noch Platz haben, dann. Weil für die zweite Wohnung, die wir jetzt einrichten, brauchen wir halt auch ein paar Utensilien zum Putzen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Mal, das sind alles Gummis. Aber gelatinenfrei wahrscheinlich, ne? Guck mal, ich zeig euch mal hier. Hier sind Sonnenblumenkerne. Das ist der Preis immer für ein Kilo. Hier Mandeln, ein Kilo, 72 Pfund. Im Moment 100 Gramm wahrscheinlich, weil ein Kilo, das ist ein bisschen viel. Ich kann das jetzt nicht lesen. 250 Gramm, muss ich gleich mal fragen. Hier kann man Reis abfüllen. Und hier gibt es verschiedene Öle, kann man auch alles holen. Und Tee, KKD. Aber hier, hier waren wir letztes Mal gar nicht, ne? Der Geruch ist heftig. Das ist Chicken Spice, das ist Chicken Gewürz, das ist Sausage für Würstchen, für Fisch. Ach krass. So, da gibt es hier verschiedene Soßen, wie bei uns in Deutschland auch, von Maggi, von allem drum und dran. Also eigentlich kann man das echt mit unseren Läden vergleichen. Guck mal hier, Honig, 40 Pfund, ein kleines Gläschen. Hier gibt es Halauer. Wie heißt denn Halauer auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Sonnenblumen. Das wird ja aus Sonnenblumenkernen gepresst. Wie heißt denn das? Halva, ja. So, Orangensaft nehmen wir auch mit. Ich will den dunklen diesmal. Ja. Guck mal, die Orangensaft wird hier frisch gepresst. Da gibt es auch Ananas. Ein Liter kostet 22 Pfund. Orangensaft. Das sind 50 Cent. Hier wird Pizza gemacht. Christina, Fruit Roll, das ist eine fruchtige Rolle oder was? Mini Pie, ein kleiner Kuchen. Achso, und da hinten sind Pizzen. Guck mal, können wir mal. Guck mal hier, Pizzen. Ich kann zwar nicht lesen, was da steht, aber die Preise kann ich euch zeigen. So, erstmal muss ich die Kamera wieder richten. So. Guck mal, ihr habt hier Törtchen. Gebäck. 55, 140 und 180 steht da. Hier sind die Preise. Guck mal, erstmal war die Kuchen. Wir haben letztes Mal Kuchen mitgenommen. Tja, Christina. Assalamu alaikum. Zum Glück ist es ein anderer, weil der andere, der hat sich uns bestimmt gemerkt. Guck mal, das sieht auch geil aus. Ja. Den nehmen wir mit, wieder für ein paar Tage. Guckt euch das an. Heftig. 180 Pfund, 40, 160, das sind knapp 5 Euro um den Dreh. Ganzer Kuchen. So eine Torte. Was ist Kuchen? Torte. Richtige Dinger sind das hier. So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei der Käse- und Wurstabteilung. Käse ist hierbei, den ich sehr gerne mag. Aber das ist doch gar nicht der von El Président, ne? Ich habe normalerweise immer den von El Président. Da, den habe ich immer gegessen. Oh. Die nehme ich auch mit. Der ist ein bisschen teurer, 68 Pfund, 1 Euro noch was. Der kostet 24 Pfund, der ist sehr günstig. 50 Cent. Ein bisschen was über 50 Cent. Und Christina ist nach Ägypten gekommen, um Kiri zu essen. Oha, aber das ist echt richtig teuer, heftig. Also nee, ich meinte die da oben.
für 144 und 263. Ja, das sind Importwaren, ne? Das ist klar, dass die teurer sind. So, meine Lieben, ich bin jetzt gerade im Gommlermarkt wieder oben und versuche jetzt für unsere Wohnung auszusuchen, oder bin auf der Suche nach einigen Tellern, Gläser, alles, was dazu gehört, was jetzt im Haushalt dazu gehört, wenn man eine Wohnung vermietet, wenn man eine Wohnung bewohnt. Ja, das nächste Mal, wenn wir wiederkommen, wollen wir eigentlich schon sehr gerne in die neue Wohnung. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen was gefunden. Ich habe jetzt ein Set Töpfe, eine Pfanne, Auflaufform. Zwei große Töpfe, zwei kleinere. Für Soßen machen, so einen kleinen Behälter und Pfanne zum Milch aufwärmen für 1650 Pfund. Das sind um die 40-45 Euro. Und ja, hier habe ich auch schon ein paar Teller, ein paar Gläser, auch so ein Set mit Karaffe und Gläser. Und jetzt bin ich dabei, halt Platzteller auch auszusuchen und Essteller. Ja, die Auswahl ist sehr groß, aber das ist alles Plastik hier. Was ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, besser finde, weil das sonst alles immer sehr schnell kaputt geht. Und die sehen auch gar nicht aus wie Plastik. Die sehen ja wirklich aus wie normale Teller. Deswegen bin ich auch gerade am Überlegen. Da kostet so ein Teller 43 Pfund. Das ist ein bisschen weniger als 1 Euro. Oder wenn man bei der Bank wechselt, 1 Euro. Ja, also die haben hier aber wirklich alles. Auch solche Sachen. Seifenspender. Verschiedene Dosen, Behälter. Und ja, die Preise sind eigentlich für unsere Verhältnisse angemessen. Messer, das habe ich auch schon alles ausgesucht. Und ja, hier kann man auch einzelne Töpfe auswählen, einzelne Töpfe nehmen. Das, was man braucht. Aber ich habe jetzt geguckt, im Set ist es auf jeden Fall, lohnt sich das, glaube ich, mehr. Wenn man das einzeln kauft, dann wird man teurer bei rauskommen. So. Eine Reibe, die könnte ich auch gebrauchen. Was kostet die denn? 40 Pfund. Krass. Wenn sie so eine Reibe mal in Spinnies, ich glaube 6 Euro bezahlt, kostet hier ja 1 Euro. Ach, Schneidebrett brauche ich auch noch. So. Also ein Schälchen sieht doch auch schön aus. Kann man, ich richte alles in Blau ein bei uns, weil das Sofa blau sein wird und da mache ich auch alles andere blau. So, für Salate nehme ich mir zwei davon mit. Eins kostet 35 Pfund. 29 Pfund. Auch ein Blau. So, was gibt es hier noch? Hier für so Behälter für Salz und Zucker. Ich glaube, das ist für Taschentücher. Ach ja, meine Schwester brauchte so ein Nähkästchen. Ein Kästchen für Nähzeug, aber hier ist es für was anderes. Ich habe so ein Kästchen für Nähzeug. Ach, hier Salz und Pfeffer. In Herzchenform. Auch in Blau. 30 Pfund. So. Dann größere Behälter gibt es da oben. Und oh Mann, ich hoffe, wir kriegen das gleich mit Christina alles mit. Ich habe so ein Sieb. So ein Sieb nehme ich auch mit 27 Pfund. So, ihr Lieben, am nächsten Tag sind wir jetzt zu Hause. Er ist heute angekommen. Nein, Quatsch. Ja, ich habe jetzt für euch ein bisschen was bereitgestellt, was wir alles eingekauft haben, um euch einmal auch, die Preise werde ich jetzt, auf die Preise werde ich einzeln nicht eingehen. Ich werde sagen, wie viel ich insgesamt bezahlt habe. Und natürlich auch für das große Set hier mit den
4 Töpfen, 2 Backformen, 2 Pfannen und, oh mein Gott, was ist da denn noch alles drin? Miron hat hier schon fleißig ein bisschen was aufgemacht, das kann ich euch zeigen. Also von der Qualität her fühlen die sich echt nicht schlecht an. Die fühlen sich sehr, sehr gut sogar an. Ich habe aus Deutschland ja auch mal welche mitgebracht und habe allein in Deutschland für eine Pfanne, glaube ich, damals schon 19 Euro bezahlt. Und für das ganze Set hier habe ich gestern 1000, Moment, irgendwo stand das hier, ich glaube 1300 bezahlt. Steht hier auf der Rechnung bestimmt, 1300 meine ich. Das sind umgerechnet, wenn ihr den Kurs bei 40 nimmt, sind das umgerechnet um die 40 Euro. So, wo ist das? Da finde ich jetzt so schnell auf der Rechnung nicht, die ist lang. Also, ich zeige euch mal. Ich habe ein Sieb gekauft, eine Reibe, dann Pfannen, beziehungsweise so Wender und Kelle und das ein Set. Das war bei, das kann ich euch eben schnell sagen, bei 105 Pfund. Das sind 2 Euro noch was. Dann solche Dinger hier. Die kosten 20 Pfund oder 25, dann ja Löffel, Gabel und kleine Löffel. Die sind auch bei 1 Euro pro Set. Schere, Messer, das ist alles um die 1 Euro. Die Schere ist um die 1 Euro, sogar weniger. Messer sind um die 1 Euro, also jedes Teil eigentlich quasi um 1 Euro herum. Ja, dann so einen kleinen Feger. Dann sowas hier. Dann ein Kartoffelstampfer. Hier sind auch noch mal ein paar für Salz- und Pfefferstreuer hier von den Tellern. Ein Teller kostet von denen hier 34. Ich habe mich für die entschieden. Ich wusste ja nicht, welches ich mitnehmen soll, aber ich habe mich jetzt für die Plastikteller entschieden, weil wenn wir die Wohnung die Vermietung geben, das einfach bequemer ist. Dann habe ich 2 von denen hier geholt. Von den Tellern sind das von den großen 6, von den kleinen 4 und auch von den Schälchen hier 4 und von den großen tiefen Tellern auch 4. Dann habe ich hier noch so ein Set geholt. Ila findet das ganz spannend. So eine Karaffel, wie heißt die? Und dann 6 passende Gläser dazu. Die Gläser sind schön groß. So, packen wir mal wieder ein. Ihr könnt mir ja in dem Augenblick jetzt schon mal schreiben, welchen Preis ihr erwartet, ohne dass ihr die Auflösung seht. Für all diese Sachen. Was ihr denkt, was ich bezahlt habe. Und ich mache mal mit euch kurz die Sachen hier auf, weil die muss ich gleich alle in den Koffer da verstauen. Ivan bringt die heute in unsere neue Wohnung. Die sind ja alle für unsere neue Wohnung. Wer nicht weiß, wir haben in Florenza Hamstin hier jetzt die Wohnung und haben in Juliana Beach auch eine gekauft. Und die richten wir jetzt aktuell ein. Und da wird es auch noch ein paar richtig spannende Videos für euch geben, wo wir die Möbel bestellt haben, wie viel die Möbel gekostet haben. Und natürlich auch ein Endergebnisvideo, wie die Möbel aufgebaut wurden bzw. werden und ja, wie wir zufrieden damit sind. Hier dann sind das verschiedene Größen an Töpfen. So. So, das ist so ein großer Topf. Jawohl. Dann machen wir mal mit euch auch so einen kleinen auf. Ist gar nicht so einfach. Wundert euch nicht, meine Nägel sind hier ein bisschen beschädigt worden, weil ich einfach schon viel zu lange drüber bin und ich schaffe es hier von der Zeit nicht, mir neue machen zu lassen. Muss ich wieder in Deutschland machen bei meiner lieben Nageldesignerin, die mich töten wird. So, das ist so ein kleiner Topf. Da gibt es übrigens ganz viele verschiedene Sets. Ich weiß es jetzt auch gar nicht, ob ich das gestern abgefilmt habe, welche Sets es alles gibt. So, das ist so ein mittlerer Topf. So, ich glaube, ich packe die gleich alle ineinander. Dann macht das mehr Sinn. Platz sparen. So, und dann gibt es noch einen weiteren. So. Moment, das ist der hier für der 20er Größe. Der ist dann so. Ich glaube, der ist ein bisschen kleiner als der. Genau. So. Und der. Also, das ist hier die kleine Pyramide.
Und ja, das andere hatte ich euch gezeigt. Das hat Milan schon ausgepackt. Und dann noch die Backformen. Die fehlen noch. Wenn ich nur wüsste, wo sie sind. So, bei dem Chaos hier. Achso, natürlich, die habe ich jetzt da die Töpfe draufgestellt. Das macht Sinn. Einen Augenblick. So, Eli hat jetzt auf jeden Fall hier Spaß. Da kann er jetzt mit Jane. Du kannst jetzt hier spielen, ne? Mit der Verpackung. So. Ja, und dann haben wir hier 24er. Also Auflaufformen, sowohl Auflaufformen, die sind wirklich sehr robust, als auch Kuchenformen. Hier kann man auch einen schönen Kuchen drin backen. Die ist ein bisschen leichter, die ist eher für Kuchen und die ist sogar sehr gut für Aufläufe geeignet. Genau, also das ist das ganze Set. Die hier, das hier alles, das hier, die kleine Pfanne, die größere Pfanne und die Auflaufförmchen. Beziehungsweise Backform. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel ich bezahlt habe, genau in den jetzigen Augenblick. Und ich werde euch jetzt einmal zeigen, was ich tatsächlich bezahlt habe. Also ohne Preisnachlass wären das 723,50. Dadurch, dass aber das Set günstiger war, das war reduziert, habe ich insgesamt 3.689,60 bezahlt. Und ich habe das schon mal bei mir hier eingegeben. Es kommt natürlich auf den Kurs an. Wir haben bei 40 gewechselt. Bei 40 Pfund 1 Euro sind das 3.690 geteilt durch 40, wären dann 92,25 €. Also das habe ich bezahlt für all diese Sachen. Und ja, ich finde, das ist ein angemessener Preis. Wenn ihr natürlich bei 33, wie aktuell bei der Bank das Ganze ist, wechselt, dann sind das 111 €. Achso, die Becher da hinten habe ich hier gar nicht gezeigt, ne? Also noch 4 Becher, große Becher und 2 kleine. Der andere Becher ist schon im Gebrauch hier. Genau, also knapp 100 € für all diese Sachen. Für unsere Verhältnisse total in Ordnung, für ägyptische Verhältnisse weiß ich nicht so. Ich glaube, es geht definitiv günstiger, aber für mich war das einfach bequem, dass ich alles in einen Laden bekomme. Und das ist beim Weiten noch nicht alles. Wir werden nochmal losdüsen. Wir hatten gestern nur 4 Hände. Ich war mit meiner Cousine ja gestern dort. Und wir werden die Tage nochmal losdüsen. Mal gucken, ob ich euch dann mitnehme. Es tut mir leid, ich rede so schnell, weil ich mich beeilen muss. Der Große ist schon am Pool und ja, der Kleine wird auch bald hungrig. Ja, ich werde euch noch mitnehmen. Wie gesagt, Handtücher werde ich noch kaufen, Staubsauger gucken, Wasserkocher, solche Geschichten. Da kommt ihr auch noch in diesem Video eventuell mit, wenn das noch in dieses Video reinpasst. Ne? Ja, ich wünsche euch erstmal vorab schon mal alles Gute und wir werden die Fortsetzung dann nochmal zeigen, ne?